Ich weiß wirklich nicht mehr, was ich mit dem Franzi machen soll. Er geht mir nicht mehr aus dem Haus, nicht einmal mit dem Hund essen. Ja, was macht er denn daheim die ganze Zeit? Vom Fernsehkastel sitzt er halt. Stundenlang und frisst Sackel, weil diese Chips da, diese amerikanische Klumpe da, nee. Wo man nicht weiß, wie es heißt. Dann so hat jeder seine Sorgen. Andererseits sind sie froh, wenn er nicht sauft, ehrlich. Ja, ja, schon. Willst du nicht da reden, hä? Aber nix. Ja, es geht um den Franzi, weil seit die Sandra bei ihrer Tante in Tirol ist, ist mit dem Franzi nichts mehr anzufangen. Das ist furchtbar. Also, wenn du was wissen willst, komm aus. Es muss ja nicht der ganze Hof hören, wie es dem Franzi geht. Komm schon, aber wart, bis ich komm, bevor es weiter redet. Ich werde auch immer neugierig auf ihre alten Tag, wirklich. So, jetzt bin ich schon da. Alter, was ist denn mit dem Franzi? Na, spinne du da halt, seit das andere weg ist. Er redet nichts, tät nichts und frisst sackelweiß. Das ist Hundsfutter da. Das ist furchtbare. So glaubt er jetzt, er ist da dann ein Tramweier Hund? Solange er nicht bellt. Bitte, das ist doch kein Hundefutter, weißt du, das sind die Pommes frites und Chips aus dem Sack. Das ist ein Hundsfutter. Ein anständiger Mensch ist der Leberkassemme und der Knackwurst. Ja, er kränkt sich halt, weil die Sandra in Tirol ist. Na, na ja, dann soll er ja halt nachfahren, nicht? Na, wissen Sie, wo es wohnt? Ja, der Albachtal. Also, ja, wir haben die genaue Adresse haben wir daheim. Wie kann die Franzi nicht allein nach Tirol schicken? Ne? Ja, da fahren sie doch mit ihm. Fahren sie am Westbahnhof, kaufen zwei Fahrkarten, schnappen den Franzi und fahren mit ihm nach Tirol. Ha? Na, endlich hast du mal eine gute Idee. Immer gute Idee, ne? Man hört noch nicht auf mich. Sind wir zur Überzeugung gekommen, dass sie sich bei ihren Krankheiten um Vorgeschobene, das heißt unter Vorspiegelung falscher Krankheitssymptome, um nicht existente psychische Deformationen handelt, denen das Ärztegremium keinen Wahrheitsgehalt beimisst. Sehr interessant, Herr Doktor. Danke, danke vielmals. Die Frau Doktor wird mir ja dann erklären, was Sie damit meinen. Ne? Das wissen Sie sehr gut, Herr Schibester. Ein Tag in Ihrer sind's. Ja, ein Tag in Ihrer vielleicht. Aber auch durch und durch krank, im Kopf, hin in der Marine, wie man so sagt. Ja, ja, wir haben schon lang genug auf Ihre Marille geschaut. Unsere Klinik ist nicht dazu da, dass wir Tachinierern Nahrung und Obdach gewähren. Ja, bitte, das können Sie doch nicht machen. Bitte völlig Ihr, innen und außen. Ja, bitte, Sie können mich doch auf keinen Piazzi schmeißen. Wir leiden unter den Sparpaketen. Da können wir Parasiten wie Sie nicht mitschleppen. Es gibt doch ein soziales Netz. Herr Doktor, bitteschön, Sie können doch nicht an armen Kranken Ihren einfach auf die Straße setzen und zuschauen. Wir hier, wir. Sie sind psychisch völlig gesund. Quartalsäufer gibt's mehrere. Da müssten wir jeden vierten Wiener bei uns aufnehmen. So ist es. Bitte. Da habe ich nur eine kurze Frage, Herr Doktor. Was machen Sie, wenn ich jetzt draußen plötzlich einen Anfall kriege und irgendwas zusammentrage? Dann sind Sie ein Fall für die Polizei und landen vor einem Richter. Aber nicht mehr bei uns. Ja, wo bleiben denn die Menschenrechte? Ja, sind wir denn in China? Ich bring euch jetzt alle um, an nach dem anderen. Einer muss hinwehren, ich oder wir. Beruhigungsspritze? Nein, der Mann simuliert nur. Sie gehen jetzt mit ihm ins Büro, lassen ihm einen Fahrschein geben, begleiten ihn zum Bus und sorgen dafür, dass er einsteigt. Ja. Na, dann geh mal. Ja, ich weiche der Nackengewalt, aber ich komm wieder, Herr Doktor. Wir sehen uns hier nie wieder. Simulant. Ja, lass ihn nicht locker, du grausiger Kerl, du. Ihr wollt jetzt sein? Ihr habt den Heiligen Eid geschworen, dass ihr den Menschen helft. Nichts macht ihr! Lustmörder! Und Sadisten seid ihr sonst nichts! Also, so ein ausdauernd Feuer haben wir hier noch nie gehabt, oder? Nein, Herr Bremer. Ja, sicher bist du erwachsen und kannst tun, was du willst. Aber trotzdem geht die Geschichtenkosten schon zu weit. Ne? Ich muss sie bei mir entschuldigen. Ja, aber eigentlich bin ich diejenige, die schuld ist an dem ganzen Schlamassel. Wahrscheinlich oder sicher sogar war nie was zwischen der Chinesin und ihrem. Okay, der Gustl ist wie alle Männer. Wenn es möglich gewesen wäre, hätte er auf jeden Fall mit ihr geschlafen. Aber es geht ja gar nicht allein um die Chinesin. Ich glaube ganz einfach, als Mensch bin ich ihm wurscht. Die haben leicht lachen. Und wer lacht mit mir? Ich habe die Kinder am Hals und der Gustl ist entweder im Dienst oder arbeitet am Haus. Ja, dann hilf ihm doch beim Haus. Dann bist mit ihm und er ist mit euch. Und ihr lässt sich schon irgendwie zusammenraffen. Ich meine, jetzt wo er sich versucht zu bessern und auch versucht, ein Familienvater zu werden, muss dem schon ein bisschen entgegenkommen.
Was glaubst du, warum er arbeitet wie ein Trottel da in dem Haus? Weil er schön haben will für euch. Vielleicht. Wahrscheinlich. Aber es ist halt alles nicht so leicht. Ich würde halt auch viel lieber eine gute Ehe führen und alles. Und ich brauche halt ein bisschen Liebe. Ja, du glaubst, der Gustl braucht keine Liebe? Jeder Mensch braucht eine Liebe. Sogar jedes Viech. Also ich sag dir jetzt was. Werd's vernünftig und benehmt euch wie erwachsene Menschen. Ich meine, ihr gehört's doch zusammen, oder? Also, versprich mir, dass du was unternimmst. Also gut, ich versprich's. Wann fahren Zug? Der Zug, der fährt nicht nach Tirol. Bitte kommt nicht einmal bis nach St. Pölten. Wann fahren Zug, nicht fahren. Dann zu Fuß nach Tirol. Bitte, Herr Auffahrt, Sie uns sehr lieb. Ja, macht dem Herrn Kudener keine Sorgen. Schau, wie brav der Bezirksrat ist. Entschuldigen Sie bitte, wo steht denn der Andreas Hofer? Der Andreas Hofer ist ein Sturm. Du Schaffner nicht. Los hin, Franzi, das ist nicht der Schaffner, das ist ein Bahnbediensteter, das ist eine gewerkschaftliche Rauchpause. Da ist er, Andreas Hofer. Der ist ganz modern und Bord hat er auch gehabt. Such mir einen, nur einen Menschen. Also, sei schön brav, ja? Kommst du eh bald wieder. Wenn Sie immer brav, vielleicht bleiben in Tirol. Werde schöner wie Kaisermünchen. Abfahrt, gib ihm die Alette. Ja, ist ja gut, vierte. So, und friss nicht so viel Speck nehmen, sonst passt nicht mehr in den Zug rein. Gute Reise, und danke für alles. Ja, wir fahren ja bequem mit dem Zug nach Tirol. Wir fahren ja nicht mit der Bimbi. Na, Zuckerbäcker, was sagst du? Du ist schon meine Wohnung. Aus am See. Nie. Da müssen wir, glaube ich, noch einiges besprechen. Ja, sehr, du bist ein lieber Kerl, aber du bist der lästige Mann. Wenn du es besprechen willst, dann komm rein zu mir. Ja, sie können nicht da ins Wasser reingehen jetzt. Wieso, bist du nicht dicht, oder was? Sag mal, was machen sie da überhaupt? Was tun sie da abmessen? Wassertemperatur? Was haben wir? 100 Grad, grüß es. Nein, das ist zum Anmessen von der Wassertiefe für meine Pfosten, nicht? Für die Seeterrassen, fürs Restaurant. Ja, Herr Döbler, ich habe Ihnen schon tausendmal gesagt, Sie können mit einer Vorstrafe kein Lokal eröffnen. Außerdem haben Sie eh eine super Arbeit jetzt im Brotter. Das ist ein Arschhaken, bitte. Wieso? Wieso? Na, stell dir mal bitte einen Tag mit mir auf die Geisterbahn und lass mich den Gefreister anschlagen. Ja, das Restaurant, das mag ich schwarz so. Ja, aber Herr Döbler, Sie bringen mich in Teufelsküche. Das war aber ein super Name, weißt du das? Oh. Ja, fürs Restaurant. Jushis Teufelsküche. Na bitte, wir kochen Schuhe auf das Funkenscheißen, die Pfosten. Was ist denn los? Hallo, meine Herren, sind Sie hier für dieses Ufer zuständig? Nein, also ja. Schon, was wollen Sie? Ich möchte hier nämlich landen. Ja, da können Sie landen, solange Sie bei mir landen wollen. Was ist denn das, bitte? Meine Erfindung, ein Surfbike. Das innovative Fahrrad fürs Wasser. Also, da müssen Sie aber aufpassen, da liegen Nägel. Ich werde das in ein Boot schneiden. Das geht schneller als 8,5 Stundenkilometer nahezu. Was? 8,5 ohne Hitze schütt? Naja, Sie können natürlich auch noch schneller treten, wenn Sie eine gute Kondition haben. Ja, wo er glaubt, der König, ne? Wie überziehst du, Herr Döbler? Wie schauen wir aus? Probier was? Ich glaube, Sie träumen nicht, oder was? Die haben wir. Naja, wenn es sein muss, drinnen. Was muss ich da alles machen? Treten! Immer nur treten! Fest treten! Ja, aber ich kann mit dem ein bisschen machen, ja, auch. Nein, das geht super! Sie müssen das Schatz. Gleichgewicht halten, Mensch, bevor Sie treten! Du hast ganz früher so ein Beef getappt. Nein. Das ist aber ein Rednerpunkt. Was, bitte? Ein Trotzl. Nur nicht deppert reden, probier selber koschen da hier. Ja, danke, lieber nicht. Wieso kannst du da rauffahren? Na, wenn ich rauffahre, habe ich keine Probleme mehr mit dem Schmierer. Ja. Sozialer Wert, der typischer, was? Na ja, probier das doch nochmal, komm da raus. Ja, nein, probier's eh nochmal, pass auf. Probier auch mal. Was? Na, ich weiß nicht, Moment. Na gut, Moment. Ja, du Lust, dieses neue, innovative Surfbike. Ja, das ist ja der da, ja. Surfbike aus Amerika, um mich kurz anzutesten. Ich will! Ja. Kostet 20 Schillinge. Ja, für 10 Minuten. Usch, Zuckerbäcker. Aber nur heute. Einführungsangebot. Ab morgen kostet es bereits 50 Schillinge. Na, Schierpranko. Hartmann.
Zacke. Ich steck dir das sowieso nicht auf, das sag ich dir gleich. Gell? Warum? Das ist doch fest. Das kocht doch zusammen mit meinem Gewicht. Das war das Wahre. Aber geil. Okay. Ich mein, du musst ja auf, weil ich mein, du bist ja der gelernte Zimmermann und kennst dich mit dieser Außenverschallung aus. Komm. Ja, ich auf, Chefe. Auskennt er. Ja, geh auskennt er. Kann ich mir vorstellen. Ich mein, kommt ja gar nicht in Frage. Kreist auf hier und fallst da und ich hab die Schere rein, weil du nicht angemeldet bist. Das Wort, weil ich sowieso eine Linke, die mir nicht schmeckt. Ja, was hat das Polizeibeamte draufgekommen, dass der Disziplinarverfahren im Hals sich gewaschen hat? Das weißt du, gell? Na und? Ich meine, dann haben wir halt beide an. Ich meine, ich wegen dem Schuschen und du wegen der Dienstverfehlung. Was? Du traust dich, mir mein Disziplinarverfahren vorzuhalten. Das ist mir nur wegen dir eingekadelt hat. Also, wo ich spät war ein bisschen, was? 30 Jahre lang war ich sauber. Und eine Krater bin ich nur, weil ich deiner depperten Chinesen helfen wollen. Wenn du nicht der dicke Bub warst, dann tat er jetzt wegen dieser Äußerung die Panier vom Gesicht an. Verstehst? Aber ich mach's nicht. Na, weh, geh, weh. Ich vergreif mich doch nicht an einem geistigen Nockerbasel. Mach doch so einen Scheiß alleine! So, kleines Heferl. Weißt du, warum sich der so aufregt? Ich mein, der Polizist, der regt sich nicht einmal auf, wenn er einen Grund hat dafür. Und er macht ein Theater wegen nichts und wieder nicht, wegen einem Scheiß. Aber ich werd's der Mama sagen, dass du mich hängen lässt, verstehst? Ich brauch dich nicht, verschwind, Rottmann! Ja, und du da nichts da stehen und machen gucken. Komm, hau dir aufs Grüß, wir müssen weitermachen. Was mach ich hauen? Nichts verstehen. Halt dich schon und arbeit was. Wahnsinn, er ist der eine, der regt sich auf wegen nichts und wieder nichts und der andere versteht auch nicht. Und mit solchen Leuten sollst du arbeiten. Solides Blech? Ja. 150 PS, getönte Scheiben, ja. Voll klimatisiert. Also mit dem Eisen können Sie durch die Sahara oder Alaska fahren, da drinnen hat es immer die gleiche angenehme Temperatur. Ja, und der Telefonball ist auch drinnen, damit Sie Ihre wichtigen Gespräche führen können. Gut. Wenn ich mir die Frage erlauben darf, Herr Bundesrat, welche Bedeutung hat denn Ihr Wunschkennzeichen? Das ist ja ganz einfach. Das ist WKMBR1W für Wien, ne? Kaisermühlenbundesrat 1. Ja, das ist, weil ich sozusagen der erste Kaisermühlner bin, der was zum Bundesrat braucht. Ach da, mein Gott, ja, wie kann man nur so begriffsstützig sein? Kaisermühlenbundesrat 1, ja. Ja, jedenfalls wünsche ich Ihnen noch viel, viel Freude mit Ihrem neuen Auto, Herr Bundesrat. Danke vielmals. Aber Sie brauchen nicht immer Herr Bundesrat sagen. Gneißer genügt auch mir Sozialdemokraten. Wir legen nicht so viel Wert auf Titel. Obwohl, ich hab's ganz gern, wenn man mich kennt. Ich hab da, na, was ist denn? Ich wollte ja. Hui, das ist mir peinlich. Wie kann man das wieder antragen? Den Hebel da rechts runter. Was für eine. Den da. Ganz oben, ja. Sehr gut. Entschuldigung. So, Wasser ist. Hoppala, Vorsicht, das sind ja nicht. Wasser ist genug drinnen. Benzin auch? Voll gedankt, Herr Bundesrat. Das ist gut, fein. Nein, also dann gehen wir's auch. Hui, ich bin hinten auch so. Brav, Burli! Wenn du so weitermachst, wirst du bald zu uns gehören. Roll dich rasch, Kugel. Pfeifenstierer. So wirst du nicht zu uns gehören, ein unbesser Mensch ist es. Hey, Ulla! Hör nicht auf die Blase, man kränkt dich auch nicht. Ne? Das sind ja alles überflüssige Schicheranten, Menschen wie du und ich. Hör nur auf den Stein hoch. Das ist der einzige Platz, wo der Mensch leben kann. Schlechte. Was? Herrn, haben Sie keine Kinderstube? Mit meinem Stamm geht's, wird anständig geredet. Ja, ich gehe ja eh schon. Ich hoffe, das stimmt so. Kann mich aber anders ansaufen. Jetzt war das jetzt nicht von der Schimek, der Haverer, der Kieberer? Ja, ein komischer Mensch. Zuerst kommt er nie daher und dann will er mir das Lager auf einmal aussaufen. Genau, Polizisten sind so. Und die Ärzte auch. Völlig unberechenbar. Sie sperren die ein, lassen die wieder aus. Und du weißt nie, warum. Ah!
Andi. Das ist der Andi, das ist der Bub von meinem Nachbarn. Der hilft mir radieren. Und manchmal passt ja auch auf ihm. Der gehört sozusagen zur Familie. Und der zwei, Andi, das ist der, der Franzi, von dem die Sandra alle weiter erzählt hat. Und der Kodernack. Ja, grüß dich. Grüß dich. Der Nachbar, wie gefällt's dir? Ja, wunderschön. Wie in der Fremdenverkehrsmesse. Die Büteln, weißt, bei den Standeln, diese schönen großen Fotos. Ja, nachher kommt einer. Da gibt's eine kleine Stärkung. Und nachher zeige ich euch alles andere. Nicht so schnell, Franzi! So. Na, was ist? Schmeckt euch die Milch nicht? Tut's nicht so wie bei feinen Leuten. So. Die rennt aber wie die reinste Natur. Nachher, dann essen wir ihn ganz normal. Wo ist der zum Essen? Hm? Da, sollen wir's machen? Oh. Mahlzeit. Am Mahlzeit? Ja, Mahlzeit. Ganz klar. Mhm. Gut, besser wie wenn Lena kocht. Hm? Ja, dann isst, dass man's wärst auf dir. Ja. Wie viel wiegst denn du? Franzi nicht weiß, rund, gesund, aber nicht weiß, wie schwer. Ja, da, Franzi hat ca. 125 Kilo. Gesund. Und rund. Ja. Schönes Gewicht. Aber wir haben ja genug. Feste Betten haben wir auch. Bei uns ist alles massiv, auch die Leute. Das sieht man, Frau Holzer. Ja, Sie sind auch kein Krippenreiter. So? Ist noch gut beieinander. Wenn Sie wollen, dann gehört der Franzi morgen dem Andi ein paar zur Hand und ich zeige Ihnen die Gegend. Ich könnte aber ein bisschen beim Arbeiten helfen, ne? Wissen Sie überhaupt, was das Engste ist? Ja, du. Ich weiß, was ein Sensen ist. Ich war ja jahrelang am Gänsehäufe, da als Bodemeisel. Da haben wir nicht nur Rasenmäher gehabt, da habe ich schön fleißig mit der Sensen arbeiten müssen. Mit dir ist schon ein Kreuz, ja, lieber. Erst jammerst jahrelang, weil du keinen Mann kriegst. Dann kriegst du endlich einen und sagst, er ist der Beste auf der Welt und grinst wie ein frisch lackiertes Hutschpferd. Und dann bist du ein paar Monate zusammen und dann ist es schon wieder vorbei. Weißt du eigentlich, was du willst? Nein, ja, jedenfalls möchte ich, freilich möchte ich einen Mann haben. Aber nicht einen, der mich in jeder freien Minute von einem Campingplatz zum anderen schleppt. Ich möchte einen, der mit mir tanzen geht und mir das Gefühl gibt, ich bin für ihn die Frau. Und nicht die ganze Zeit in seine Gesetzbücheln herumliest und die sogar ins Bett mitnimmt und dann schnarcht. Das heißt, im Bett stimmt's auch nicht mit euch? Naja, am Anfang hat man gedacht, er ist halt ein bisschen schüchtern, das wird sich schon gehen. Aber er ist ja im Bett auch wie ein Beamter. Jeden Freitag einmal, wenn's hochherkommt, zweimal. Rest der Woche Leerlauf. Na, was willst du jetzt machen? Soll ich vielleicht mit ihm reden? Nein, weiß nicht, Mama. Weiß überhaupt nichts mehr. Wir sperren gleich zu. Ja, freilich. Du kommst noch zu uns, gell, wieso lass ich dich nicht gehen? Das ist ja der liebe Herr Trautmann. Ja, grüße Gott. Fehlt Ihnen was? Ja, es ist so ein Spicobello von Käse. Haben Sie was Schlechtes gegessen, gell? Ja, wahrscheinlich. Und vielleicht ein Glas zu viel getrunken oder zwei? Herr Trautmann, Sie schauen fast verfallen aus. Soll ich wen rufen? Die Rettung oder Ihre liebe Frau? Nein, Frau Kaiser, Sie brauchen niemanden rufen. Weder die Rettung noch sonst irgendjemand. Und ich bin ja nicht verfohlen. Bin lediglich angesoffen. Oh lala! Hast du das gehört, Basti? Ja, ich geh uns nach Hause. Ja, gingen's. Wenn Sie ein bisschen fernschauen, oder? Schauen Sie hier scheiß fern, oder was Neues gibt. Also. Da geh mal! Herr Trautmann, wie reden Sie denn mit mir? Sie, ein Polizeibeamter? Scheiß auf die Polizei! Gib mir nur den Arsch lecken! So schaut so aus, ey. Viecher. Sie gingen nach Hause von Kaisern. Nehmen Sie hier jemanden, holzen. Putzen Sie ihn. Und falls nicht. Wir schon. Komm, warte. Besser, wir tun uns nicht mit Besoffenen abgeben. Komm.
Wie beim Walzer. Das ist, was der Alkohol aus Menschen machen kann. Ja, man sagt ja auch nicht umsonst, Alkohol und Nikotin rafft drei Viertel Menschen hin. Ohne Alkohol und Rauch schirm die anderen Trudel nach. Scheiße! Ich hab keinen Hunger. Also komm, jetzt is ein bisschen und dann können wir ja reden bis Mitternacht, wenn's du bist. Hm? Okay. Hm? Wieso? Dann begrüße. Hast du schon wieder gesoffen? Ja, ein bisschen. Na super. Servus, Trautmann. Ja, ey. Schau's nicht so. Tu ich ja gar nicht. Endgültig trennen will sie sich jetzt vom Hupsi. Ja. Sie ist halt wieder so uns, nein. Das traute Heim. Kein trautes Heim, wie ich das sehe. Reden wir morgen weiter, Mama. Jetzt muss ich aber. Sehe. Halt dich wieder auf. Also komm. Die Luft immer lang, gell? Ja, Papa. Warum saufst du so? Ha? Ist das wegen mir? Bin ich da zu alt oder zu schier? Oder ist es wirklich nur wegen dieser depperten Suspendierung? Ich komm auf Fuß. Sollen sie mir den Boden unter die Füße weggezogen hätten. Trotzmann. Das ist nicht wegen dir. Das war's doch eh, oder? Du. Kitty, du bist du mein Einzige. Ja, wenn ich der Einzige bin, dann hör auf zum Saufen. Stickst dir wie in der Wurst, du kraust mich. Ja. Ihr kraust auch. Aber von mir selber. Ich leg mich jetzt nieder. Das sage ich auch. Obwohl ich zugeben muss, ihr Kaisermüll, das hat auch was. Meinen Sie das wirklich? Wenn ich was sage, dann meine ich es auch. Wissen Sie, was mir so gut gefällt? Dass wir zwei da ganz allein sitzen. Weit und breit keine Menschenseele. Nur Sie und ich, Frau Witzer. Sie seien mir einer. Dann Sie jetzt Spechtel mit mir. Nein, ja. Das ist eine fesche Frau. Die Mannerlei. An ihren Kiel springen sie noch. Aber weil Sie gerade davon reden, zwischen dem Franzi und der Sandra kommt doch nichts mehr, und das wissen Sie wohl auch. Ja, das ist klar. Der Franzi ist ein lieber Kerl, aber mit einer Frau wird da nichts. Und die Sandra geht ja nach Innsbruck studieren, was der Franzi in Innsbruck. Aber wissen Sie, was mir furchtbar leid tut? Dass Sie allein da in Tirol hocken und die allein mit dem Bezirksrat in Wien. Ja, man, wenn wir zwei näher zusammen wohnen täten, ne? Sie verstehen, was ich meine. Mein Gott, ich kann ja nichts dafür, dass mir so gefallen. Was Sie und ich. Und das tat auch kein gut. Obwohl? Ach, obwohl nix. Wir kennen uns doch hier gar nicht. Ah, kommen Sie, wir müssen gehen. Wir haben noch gute zwei Stunden bis zur Holzhalle. Das kommen wir. Also komm, Bezirksrat, die war da was für uns zwei, was? Komm. Na los. Ja, ich komm schon. Hast du schon wert? Nein, ja, schon ein bisschen, nicht, aber die zwei Stunden halte ich schon aus. Schau, du bist doch ein Geschäftsfrau, Mama. Ein guter sogar. Ich meine, so ein 50er, der kann doch für dich kein Problem sein. Ich meine, das kann dir doch nicht wehtun. Geschäftsfrau? Na, so gut geht mein Trafik auch wieder nicht, dass ich da mir nix, dir nix 50.000 rausnehmen kann. Du hast doch einen Kredit aufgenommen. Ja, schon, aber ich meine, das ist doch ein Verbrecher. Die Zinsen, das sind ja Wahnsinn. Ich meine, das Häusl ist ja wie ein Magnet. Das frisst ja das Geld weg, wie immer. Schau, und dem Tschuschen muss ich auch was zahlen. Eh nicht viel, aber trotzdem.
Schau, ich will doch meiner Familie was Gutes tun. Schau, eigenes Haus, mit einem eigenen Garten, mit einer Wiese, mit einem eigenen Zaun. Na, alles halt. Obwohl die Nancy auswagoniert hat? Was meinst du damit? Naja, du wohnst doch auf der Baustelle und sie mit den Kindern in der Wohnung. Ach so, das. Ich sag dir was. Wenn du das mit der Nancy in Ordnung bringst, dann kriegst du von mir das Geld. Aber wenn nicht... Hallo, hallo. Grüß euch. Ja. Also dann, schauen wir mal, ja. Und ich regel das in deinem Sinn, gell? Ciao. Aber wir wollten niemanden verteilen jetzt. Der geht freiwillig. Ach, Arbeitsbekleidung. Also, Gruß an Trottmann, gell? Na, du warst auch schon lange nicht mehr da. Du, der Robert möchte was sagen. Ja, ich wollte mich entschuldigen, dass ich sie, dich verdächtigt habe wegen die Gerüchte über die Sabine und am anderen wegen dem Kind. Ich habe ihm gesagt, dass er der Kaiser kein Wort glauben darf und die dauernd irgendwelche Lügengeschichten erfindet. Das ist sehr gescheit. Die Sabine hätte doch nie beim anderen wollen. Nie im Leben, hm? Habt's was gekauft? Ja, ein paar Kleinigkeiten. Ich habe nicht abhalten können. Kein Vorsicht, seid vorsichtig, der hat das nicht. Ich bin immer vorsichtig. Brauchst nicht vorsichtig sein, hau auf für den Kraxen und für den Misthaufen. Die anderen Chessen könnt ihr dann auch gleich abholen, wenn ihr mit dem da fertig seid. Na, das geht nicht, die sind ja richtig packt, ne? Ja, wenn sie richtig packt sind, gehören sie weg. Wir wollen in unserer Gassen keine Stinkadores. Warte mal, KMBR1. So ein Blödskennzeichen, wisst ihr, wem das gehört? Ein sauberer Trudel, der seinen Führerschein in der Lotterie gewonnen hat. Wurscht, wenn man ein Auto fährt, alle gehören weg und der Benzinpreis um 30 Schulden erhöht. Hab ich ein Auto, habt ihr das eins? Ja, wenn er zu Fuß gehen kann, der mit seinem Wunschkennzeichen auch. Ich lasse ihn dem gewaschene Strafe bezahlen, weil Wunschkennzeichen undemokratisch sind. Halt! Halt! Aufhalten! Ja, warum denn, Herr Bundesrat? Die Person geht weg, weil das mein Auto ist. Was das na, ist? Na, deshalb tun uns doch was. Entschaut, was der macht. Na ja, das geht jetzt nicht mehr. Was? Ein wegen Vorschriftswidrigkeit im Sinne der Straßenverkehrsordnung, Beamtshandel des Kfz, darf der Besitzer nicht mehr ausgefolgt werden. Ich werde mich über ihn beschweren, ja, Herr Zweig, das ist ein politischer Racheakt. Weil Sie mein für jeden kenntliches Auto ausschleppen lassen, Herr. Was heißt für jeden kenntlich? Woher soll denn das wissen? Na bitte, dann schauen wir einmal aufs Kennzeichen, nicht wahr? Ja. Na, da steht okay. Ja. KMBR1. Ja, Kaiser Mühlen Bundesrat. Ich hab glaubt, das heißt, kein Mensch braucht Rudi. Mein Auto, hören Sie, denn wir sollen jetzt im Bundesrat kommen. Nein, mit dem Bus und der U-Bahn. Brauchen Sie einen Vorschein? Ich tät Ihnen einen spendieren. Ja, fetzen Sie uns jetzt vor, Sie Hatschen. Die was sind da zwei Fias? Bitte, ich, Herr Bundesrat, bitte. In Zukunft werde ich wissen, dass KMBR1 für einen exterritorialen Charakter des Autos zu schließen lässt und werde ihn nicht mehr anschleppen. Es tut mir leid, ich hab's nicht. Hoffentlich. Kennt ihr sie vielleicht? Ich hab das Auto um die Ecke. Ja, wann das geht? Na ja, das ist auch blöd, Herrn Sommers. Franzi auch tanzen mit Sander, aber Sander leicht nicht tanzen. Franzi auch nicht. Das lebt von der Franzi. Aber gut, aber tanzen mit Frau Holz bei der Mann. Ja, gute Idee. Frau Holzer, wollen wir tanzen? Was auch wieder? Und Landler tanzen? Hören Sie, ihr wahrscheinlich seid einer der besten Tänze in Kaisermühl. Das können Sie wohl glauben. Der Kirde mit der Resi. Ja, wenn eine Kuh auf den Hacken steigt, jetzt halt es auf. Du weißt, was auch wieder mal einer noch schau mal, wer der Werner tanzen kann, ha? Ah, ich sehe ja, da könntest du dir ein Stück Quatsch schneiden. Ah, das mach in der Mia. Prost! Super, Bursch, super! Ja, wollen wir den nächsten auch tanzen? Miteinander?
Frau Resi. Was wollen? Aber seit wann sagen Sie denn Resi zu mir, Sie Schlanke? Ist mir so ausgerutscht. Bei Tirol sagen alle du zueinander. Ja, ist ja eh gut. Und wie heißen Sie? Blöder Namen. Eberhard. Ah, da sage ich halt Eberl zu Ihnen. Ja, ja? Darf ich bitten? Ja, gerne. Wissen Sie, was mir wirklich leid tut? Dass wir überall schon wieder heimfahren. Das tut mir echt leid. Ja, dann müssen Sie halt wiederkommen, Sie und der Hund. Ja. Der Hof ist ja groß genug. Ja. Also, ich könnte diesen Brief vom Anwalt immer wieder lesen. Habe ich ermitteln können, dass die Standesbeamtin, welche ihre und noch 125 andere Ehen im Standesamt Wien-Donaustadt geschlossen hat, dazu nicht befugt war. Sie ist nämlich damals lediglich Vertragsbedienstete und noch nicht unter Dienst einstehende Beamtin gewesen. Was heißt, dass alle 126 Ehen, die sie geschlossen hat, vor dem Gesetz ungültig waren? Woraus folgt, dass auch ihre mit der Frau Turecek eingegangene Ehe keine Gültigkeit hat und sich aus ihr daher keinerlei Rechtsverbindlichkeiten ergeben. Das ist doch ein Kanon, der Anwalt. Was ein Spitzenmann. Und außerdem hat er geschrieben, er hat auch dem Anwalt von der Turecek einen Brief geschickt, wo er schreibt, sie kann sich jetzt ein rostiges Gurkerl ins Knie hauen und mich vergessen. Ich gratuliere, Papa. Ich hab die Turecek eh nie leiden. Ich auch nicht. Ich kenne sie zwar nicht, aber wer meinen Murli kränkt, der kränkt auch mich. Bitte, nicht so Murli zum Leben. Also, Kinder, jetzt trinken wir alle. Danke. Auf uns und gegen diese Turecek, die ja nur eine undankbare Hausmeisterin war, die ich zu mir hochgezogen habe. Ich werde dir nie vergessen, dass du mich zu dir hochgezogen hast. Also Kinder, auf uns und auf mich, der ich einen Herrn Doktor zum Sohn und eine unbefleckte katholische Frau zur Gefährtin habe. Herrgott, ich danke dir von ganzem Herzen. Danke. Ja. Na, logisch ist da der Trautmann. Und wer bist du? Was? Aha, irgendwer. Ja, super. Und was willst? Was? Was, der Kaltenecker? Na, Bläsen, das glaube ich doch nicht. Was? Also, war das mein Pipsi. Und wem anderen auch? Danke schön wieder. Ja, danke. Ja, ich bin froh, dass ich noch irgendwann Haber habe. Hör zu, wenn du irgendwas brauchst von mir, dann rufst du mich an und sagst, du bist ja mein Sohn, okay? Ja, ist wurscht, wer es bist. Ja, na, wenn du mich kennst, weißt du, dass ich Frank bin. Ja, danke dir. Ja, danke, servus, Pfitti. Wir wissen, wo die so lang bleibt. Der Flieger ist ja schon links gelandet. Ja, wahrscheinlich war es noch auf ihr Gepäck. Ja, möglich, aber ich bin schon ganz neugierig, wem die da von den Müden mitgebracht hat. Was weiß, wird er nicht sein. Naja, na, hoffentlich ein bisschen schokoladig. Warum? Naja, weil in Kaisermühlen ist es doch ganz gut, wenn er nicht gerade so schwarz ist wie ein Brickhead. Ich meine, mir macht es ja nichts aus. Aber ich meine, es gibt Leute, die. Claudia! Servus, Claudia! Servus, Papa! Dass du nur wieder gesund da bist! Warum soll ich denn nicht gesund sein? Na ja, bitte, weil doch in Afrika überall Bürgerkriege sind. Aber du nicht in Mosambik, Papa, da ist alles friedlich. Ja, wen hast du jetzt mitgebracht? Das war meine
Reisebegleitung. Na, aber der ist ja gar nicht. Der ist ja. Maurice heißt er. Aha, ja. Du bist der kleine Maurice. Ja. Ich heiße Maurice. Guten Tag. Ich bin zu Besuch in Wien. Ist das lieb? Hast du ihm das eigentlich? Ja, sicher, damit er sagen kann, wer er ist, wenn er mal verloren geht. Er spricht ein paar Brocken Deutsch und ein paar Englisch. Aber er ist recht brav und sehr gescheit. Gescheit. Siehst du, das ist meine Tochter. Servus, ich bin der Rudi Kreiser und ich bin der Papa von der Claudia. Und ich bin ein ganz ein wichtiger Politiker da und Bundesrat, mein lieber Ingo. Hast du ja Angst. Vor mir braucht keiner Angst, nicht zu haben. Gekommen vor mir, mein Auto wartet draußen. Ich habe nämlich einen neuen Wagen und eine neue Wiener Autonummer. WKMBR1. Der hat auch schon die Arterienverkalkung gehabt. Seit der aus Tirol zurück ist, rennt er nur mehr als Geschirr da um und um. Lass ihm doch, wenn es ihm gefällt. Tut ja niemand weh. Ja schon, aber bitte die Neger in der UNO, die rennen ja auch nicht mit inneren Gewandeln um und um. Ich meine, ja, wer kummelt denn da? Das ist die Claudia. Na, das gefreut mich aber. Grüß euch. Da bin ich wieder. Und das habe ich mitgebracht. Ich heiße Maurice. Bin zu Besuch in Wien. Ja, da kommt aber Freude auf. Und ich wohne beim Bundesrat Gneisser in Wien, 22 Schiefmühlenstraße, 58 Stiege 10. Das kann der kleine Maurice nämlich auch schon. Hat er nur in der Aufregung jetzt geschwind vergessen. Das ist aber lieb. Servus, du, ich bin die Gitti und ich wohne auch hier. Servus. Also stehen wir da nicht herum, komm. Ja. Das Kind ist ja müde. Gut, komm, dann gehen wir. Also, für dich. Hoppla, Feindes, für dich. So, was das gehört. Was? Ich wohne beim Bundesrat Gneisser. Kann man ein Kind sowas lernen? Bitte, was kann man überhaupt am Gneisser lernen? Saufen. Grüß dich. Servus. Gute Furt, das ist so ein super Tag. Ich hab heute einen merkwürdigen Anruf gekriegt. Ach so, von wem denn? Das weiß ich selber nicht. Servus. Grüß dich, Gitti, komm her, bleib da. Lass jetzt nicht rein, ich muss dir was erzählen. Ja, was? Mir hat heute ein Typ angerufen. Keine Ahnung, wer das ist. Aber nach dem, was er mir erzählt hat, nehme ich an, dass er aus der Szene ist. Und der hat mir gesagt, dass er... Also, was hat er gesagt? Er hat mir gesagt, dass er weiß, wer der Maulwurf in unserer Abteilung ist. Er sagt, das ist der kalte Necker. Der hat angeblich alle Informationen ausgegeben und einen Haufen Geld dafür kassiert, der Hurenhund. Der Kaltnecker von eurer Gruppen, der gerade einen Buben gekriegt hat? Ja, der. Der macht solche Sachen? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube alles und nichts. Aber das Beste ist, und das ist der Hammer, der Typ sagt, er schickt an meinen alten Fax, wo das drinnen steht. Und wenn das wahr ist, dann bricht es dem Kaltnecker das Knack und er kann das Kiefer auch markieren. Naja, aber was ist, wenn das gar nicht stimmt und sie irgendeiner nur eine Hetz mit dir erlaubt hat, hä? Es kann ja nicht mehr lang dauern, dann weiß ich sowieso, ob der Anruf okay war oder ob es noch heikel ist. So, und jetzt will ich nicht mehr drüber reden. Aus. Schluss. Ja, aber ich will drüber reden. Also, ich bin doch auch irgendwer und nicht nur eine Randfigur in deinem Leben. Okay, du bist doch die Hauptfigur in meinem Leben. Da. Hey. Steh auf dich. Soll ich dir das beweisen? Was jetzt? Am höllichten Tag? Warum nicht? Auf geht's, Buben! Steigt's auf, ihr habt's Rad und auf geht die Post! Ja, und wo bremst man da? Nirgends! Bremsen ist Feigheit! Machen wir Harz auf, das geht schon. Und wenn's was hinmacht, kriegt's eine Wasche vom Chef, das geht so stopp! Merkt sich das! Das schauen wir uns an. Sag mal, ich bin Pester. Was machst du da? Der erste hat einen Schuss.
Oben vom Gerät, Burschen. Ja, was ist denn los? Mit der Gesundheit gibt's keine Einfachvermietung, wir haben eine Gruppenvermietung. Ja, hab's ja gewusst, ich hätte gar nicht zum Arbeiten anfangen sollen. Jetzt hab ich nur Scheren mit dem Scheiß. So, komm, Schleichzeug. Mit dem Auto. Willst du da watschen? Nein. Dann mach einen Abgang. Ja, was ist jetzt mit der Gruppenvermietung? Sag mal, halt dein Gehirn zu einem Ausgang. Ich hab dir erklärt, heute kommt die Kommission von den Katholen da, der Schultel, der Partie wegen einem Betriebsausflug. Genau. Ja, aber wann sollen sie kommen? Ja, die sollten schon da sein. So, du fahr die Geisterbahn auf, wir machen eine Swatch für mich. Ja, bitte, das kann ich ja gar nicht. Ach, das kannst du schon, was du bemühst. Ja, wo ist das Kostüm? Du brauchst kein Kostüm. Ja, bitte, wie kann ich einen Zombie spielen ohne Kostüm? Sag mir das, ha? Sei einfach nur du selber. Abgang. Da, warte. Da drüben haben wir sehr schöne Haus. Grüß Sie, Herr Täubler. Da wir haben heute Ehre. Danke, Schultl. Grüß Sie. Das ist die Frau Suntil, meine. Na ja, nein, ich komme ja aus. Ne? Hallo. Das sind die Ruderputzeln? Ne, ja, Ruderputzel kann man nicht sagen, das sind die Tretbretter, die eigentlich im Fachausdruck Surfback. Ne? So, ja, sehen, mit Ihren Haxen machen Sie da ganz schön weiter. Von ja, ich komme ja aus. Nee. Und das sind die Posten, was da jetzt vorwählen? Ja, das sind alles kirchliche Persönlichkeiten und Würdenträger aus der Provinz, also aus den Bundesländern. Die sind gerade bei einem Kolloquium in Wien und ich habe mir gedacht, vielleicht als Abwechslung ein bisschen Sport auf der alten Donau. Ne? Ja, klug gedacht, Herr Schultl. Ne? Sie haben sich doch, bevor wir es mit alle Ruder von umeinander fahren lassen, zeigen wir, dass Wien anders ist. Ja. Nehmen wir es bitte. Na gut, dann holen Sie es einmal um mit dem. Ich mach das schon mal, Herr Schultl. Ja. Ich stehe da ein bisschen auf ihn, gell? Na gut, rüber mit Schüber. Ja, was im Vorhinein? Naja, ich mein, sicher, was ich hab, ja. Ja. Wie viel macht das? Naja, zwei Fetzen. Pauschal? Nein, boah. So, wenn Sie in Gottes Namen bitte alle mitkommen, die Botterl sind schon bereit. Nicht die Botterl, die Bretterl. Da kann aber eh nichts passieren. Komm, aber nein. Der heilige Christophorus wird schützend seine Hand über uns halten. Ja, das kann er gern machen, der Christopher von der Einschulung macht trotzdem nur ich, gell? So, da, sind wir alle? Ja, ne? Wunderbar. Bitte Sie also hier bald unsere modernen Surfbikes im Namen der Alcatraz Marine Corporation auf der Seite zu begrüßen. Einführende Worte. Im Prinzip, es funktioniert wie ein Fahrrad, ja? Ja. Ja. Wunderbar. Nur mit dem Fuß, wenn sie nachher reißt, dass man sich keinen Schutterausschlag holt. Ja, also zum Technischen noch, das ist der Sitz, da sitzt man die Pedale, da tritt man den Lenker, da lenkt man, wer bremst, verliert. Also, alles einfach. Nicht? Und beachten Sie bitte das absolute Rauchverbot an Bord unserer Schiffe. Gut, gehen wir so auf, zappert dann schon, ne? Hoch würden, kommen Sie. Ja, geht schon. Würden Sie so nett sein und das... Ich bin so nett. Ja, meine Brille. Ich komme. Ja, jetzt haben wir es gleich lustig. Was ist denn da los? Das sind hochrangige katholische Würdenträger aus der Provinz.